Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy Brave Exvius. So, wir machen wie immer weiter, wo wir aufgehört haben und dieses Mal geht es weiter in der Storyline. Ich habe in der Zwischenzeit auch schon mal ein paar Kommentare beantwortet und gelesen. Also es ist ein Samstagmorgen, an dem ich aufnehme. Das heißt, ihr seht die Folge an einem Sonntag. So, wir haben Tag 7 Anmeldebonus. Das ist ja geil. Wir kriegen alle 7 Tage kriegen wir 100 Lapis. Und alle nochmal hier 4 Tage, alle 3 bis 4 Tage nochmal 50. Das ist ja cool. Also alle 3 bis 4 Tage gibt es quasi Lapis hier. Das freut mich. Und später gibt es sogar nochmal 100 Lapis und sogar nochmal ein seltenes Beschwörungsticket. Also insgesamt sehr fair gehalten das Ganze. Ganze? Ich bin gerade erst aufgestanden. Wir haben zwar 11 Uhr oder so und ich habe bis 11 Uhr geschlafen, also ich bin jetzt gerade quasi aufgestanden, habe Kommentare beantwortet und mache jetzt gleich schon die erste Aufnahme, weil ich ja gleich noch ein bisschen rausgehe, ein bisschen weggehe und dann muss ich natürlich jetzt schon die Aufnahme machen, weil ich dann gegen Abend wahrscheinlich keine Zeit haben werde. Ich bin dann den ganzen Tag unterwegs. Ne, wie ich immer sage, seid viel unterwegs, geht viel raus, macht viel und wenn ihr dann zwischendurch Zeit habt, dann ist natürlich nicht schlimm, wenn man zockt, aber nutzt die Gelegenheit, nutzt den Tag, euch weiterzubilden, voranzukommen, was ist euch zu machen und wenn ihr dann zwischendurch nichts mehr zu tun habt, dann freue ich mich darüber, wenn ihr eben ein bisschen mitzockt, wenn ihr ein bisschen meine Let's Plays schaut und ein bisschen kommentiert und auch Freundschaftsanfragen schickt. Darüber freue ich mich auch riesig, denn wir haben nämlich die guten Alter Schwede! Warum wundert mich das nicht, dass du Shadow als Charakter hast? Wie cool ist das denn? Also die Freundschaftsanfrage nehme ich nicht nur an, weil der Shadow Spectre ein Zuschauer von mir ist, sondern weil er auch noch, oder ein Zuschauer und Abonnent von mir ist, schon seit langer Zeit, sondern weil er auch noch Shadow hat. Das ist ja cool, den werden wir sowas von einsetzen gleich. Vielen herzlichen Dank für die Anfrage. Nehme ich natürlich gerne an. Bei allen anderen weiß ich immer noch nicht, ob sie Zuschauer sind oder nicht. Deswegen werde ich die wahrscheinlich alle ablehnen. Wahrscheinlich kann ich die gar nicht alle ablehnen. Ich weiß nicht so genau. Obwohl mich dieser Charakter hier interessieren würde. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Arbeiten wir zusammen? Ist ja immer so dieser Standardspruch, der da steht. Arbeiten wir zusammen? Was steht bei mir? Ich habe bei mir... gehen wir mal auf Senden. So, ich habe bei mir natürlich hier, achso, das holen wir mal ab, sehr schön, was geschenkt bekommen. Ich habe bei mir natürlich eingetragen, hallo Freunde, ich habe auch erst geschrieben und herzlich willkommen, aber das passt nicht mehr rein. Deswegen lasse ich einfach mal so mit hallo Freunde, jetzt gehen wir mal auf Senden und senden mal an alle unsere Freunde Freundschaftspunkte. Die senden Gold, glaube ich, oder wie geht das genau? Wartet mal hier, Freundschaftspunkte, ich sende Freundschaftspunkte, denn ich denke, Freundschaftspunkte sind am wichtigsten, da kriegt man nämlich Helden für. Deswegen sende ich einfach mal an alle, so, was ist denn annehmen? Achso, hier senden. Okay, gut, ja. Und dann machen wir jetzt mal alle senden. So. Ich denke, Freundschaftspunkte sind wichtiger als Gold oder als Gil. Deswegen mache ich das so, dass ich das versende. Ja, ihr wisst ja Bescheid, die tägliche Routine besteht immer daraus, Freundschaftsanfragen anzunehmen, Geschenke an die Freunde zu versenden und nochmal kurz bei, ne, zu gucken hier, was es sich so getan hat und dann geht es weiter in die Action. Ich habe übrigens das Team auch wieder umgestellt, ich habe mich wieder für dieses Team entschieden. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass ich momentan keine direkte Verwendung habe für Freya. Ich konnte auch eure Kommentare nicht lesen, weil die Folge, die ich gestern aufgenommen habe, wird heute, also am Samstag, erst nachmittags released und ich nehme ja diese Folge schon morgens auf. Also, ich brauche im Prinzip einen Heiler, ich brauche einen Schwarzmagier, ich brauche einen, ja, ich weiß nicht, ich brauche Sabin auf jeden Fall, weil er Sabin ist und dann brauche ich 2 Damage-Dealer, beziehungsweise einen Supporter könnte ich noch nicht vertragen, wäre vielleicht nicht schlecht. Ich habe mir gedacht, vielleicht nehme ich einen von den beiden raus, vielleicht Rain und packe da dann eben, ja, ich weiß noch nicht so genau, vielleicht Freya rein. Das hängt letztendlich davon ab, wen ihr euch entscheidet. Es tut mir irgendwie weh, einen der beiden wegzulassen, weil es Hauptcharaktere sind. Ich weiß aber, dass noch mehr Hauptcharaktere dazukommen und dann müsste ich die anderen auch weglassen. Naja, mal schauen. Ich bin immer so, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit den Charakteren, mich dafür zu entscheiden, wen ich mitnehme und wen nicht. Wir dürfen auf jeden Fall beschwören. Können wir denn freundschaftsmäßig beschwören? Können wir. Wir haben 200 Freundschaftspunkte, also beschwören wir mal eine 1 bis 3 Sterne-Einheit. Los geht's, Freunde!
ist eine 1-Sterne-Einheit. Wenn wir sie nicht gebrauchen können, was wir wahrscheinlich nicht tun werden, ist sie Kanonenfutter. Los geht's! Die richtig mächtigen Einheiten fangen nämlich bei 3 Sterne an. Da wissen wir schon, wenn es weiß ist, ist es keine mächtige Einheit. Eldin haben wir wieder, 2 Sterne. Na gut, werden wir als Kanonenfutter benutzen, sprich opfern. Das war's hier an der Stelle, aber wir sind ja noch nicht fertig mit den Beschwörungen. Wir kriegen nämlich, weil wir 400 Lapis haben, eine besondere Beschwörung zum halben Preis. Das finde ich fair und deswegen nutzen wir die auch gleich mal. Drei Sterne, was erwartet uns? Los geht's, findet es heraus mit mir zusammen. Und es ist wieder Penelo. Ja gut, also ich weiß gar nicht, wie oft wir Penelo schon hatten. Deswegen werden wir sie natürlich auch opfern. Ob wir sie dann für unsere Penelo opfern, weiß ich noch nicht. Naja, Freya ist eigentlich schon cool. Ich habe mal nachgelesen, was sie später noch lernt. Also sie geht auf 5 Sterne hoch. Ich denke, ich werde Rain rausschmeißen. Und dafür Freya mitnehmen. Ich habe sie auch schon mal gelevelt, ein bisschen höher gelevelt. Cayenne ist auch ziemlich cool. Also ich warte einfach mal ab, was ihr schreibt. Was ihr in die Kommentare reinschreibt. Vielleicht nehme ich auch für die Story ein Team und fürs Grind noch ein anderes Team. Dass ich quasi 2 Teams mache. Ein Team ohne die Hauptcharaktere und ein Team mit den Hauptcharakteren. Das schaue ich mir mal noch ein bisschen genauer an, wie ich das da mache. Dass ich da letztendlich 2 Gruppen mache. Ne? Wisst ihr schon, mit denen ich spiele? Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und notfalls grind ich eben offscreen noch ein bisschen. Also ich muss sagen, Grind macht mir in dem Spiel nichts aus, weil es einfach sehr spaßig ist. Also, im Vortex kommen wir nicht voran. Wir haben alles erkundet, was wir erkunden können. Wir haben die Stadt erkundet. Ich weiß, da gibt es auch eine Kiste, wo ich noch nicht weiß, wie man sie kriegt. Da gucke ich mich mal offscreen um, ob ich es rauskriege. Jedenfalls machen wir jetzt weiter in der Dalnakia-Höhle. Denn die ist neu. Hey, ist alles in Ordnung? Kannst du stehen? Goblins, sie haben alle Leute aus dem Dorf mitgenommen. Was zum Geier? Goblins greifen normalerweise keine Menschen an. Vielleicht steckt auch hier der Kristall dahinter? Mach dir keine Sorgen um deine Freunde. Wir werden uns um die Sache kümmern. Rain, wenn wir nicht bald zum Schloss zurückkehren. Ich weiß, Laswell. Ich weiß, aber... Was wird dann aus diesen Leuten? Willst du sie wirklich ihrem Schicksal überlassen? Ja, ich muss sagen, dieses Spiel hat ganz Final Fantasy technisch, ganz Final Fantasy-like, einen wunderschönen Soundtrack und sogar eine sehr interessante Storyline. Anders als Future Fight, das ja im Prinzip gar keine Story hat. Oder anders als Avengers Alliance 2, dessen Story auch eher schwach ist. Entschuldigung. Und, ja, ich habe noch nicht viel geredet heute. Ich werde gerade erst warm. Ja, ne, wisst ihr Bescheid. Und hier ist es wirklich sehr, sehr schön. Also es kommt wirklich ganz tolles Final Fantasy-Feeling auf. Nein, aber... Einen Hilfesuchenden einfach im Stich zu lassen, ist das Ritterlichkeit? Ich glaube kaum. Ein Ritter von Grandchild muss stets die Schwachen beschützen. Oder siehst du das anders, Laswell? Ich muss dir recht geben. Na gut, wir werden diese Goblins ausmerzen und die gefangenen Dorfbewohner befreien. Also da hat Rain recht, wenn man nicht mal einen Dorfbewohner oder ein Dorf retten kann, will man ein Königreich beschützen. So kenne ich dich, Laswell, ein Ritter, wie er im Buche steht. Red keinen Quatsch. Wenn wir das schon durchziehen, dann aber sofort. Ja, also der gute Laswell, er klingt zwar immer so ein bisschen so, als würde er sich für die einzelnen Leute nicht interessieren, aber eigentlich hat er das Große und Ganze im Blick, das muss man ihm auch lassen. Die Stimme der Vernunft, manchmal stellt sich die Frage, lohnt es sich ein Dorf zu retten, wenn dabei ein ganzes Land in die Luft fliegt? Oder macht es Sinn, ein Dorf zu retten, wenn dabei das ganze Land den Bach runtergeht und das Dorf letztendlich dabei auch? Na gut, vertrauen wir aber mal
auf das Urteilsvermögen vom guten Rain. Übrigens habe ich gelesen, dass Cloud of Darkness einer der stärksten Charaktere sein soll, also Rang S. Genauso wie sie hier, Roselia, die ein Brave Exvius-Charakter ist. Normalerweise würde ich jetzt wieder Madoc mitnehmen, da wir aber Shadow Spectre mit dabei haben, nehmen wir Madoc später mit und jetzt erstmal die guten Shadow Spectre. So, brechen auf! Rain, du bist wirklich viel zu weichherzig. Und was ist mit dem, der dem Weichherzigen hinterherläuft, Pah, ich bin nur ein Opfer deiner Umstände. Wir sollten bald die Dorfbewohner finden. Konzentration! Ja, hoffen wir es doch mal. Wir greifen an auf die Gegner hier. Ein Wolf ist neu, die Spinnen und die kennen wir alle schon, glaube ich. Deswegen zeigen wir mal ganz kurz, was wir so drauf haben mit unserem Team. Grandios! Übrigens, jedes Mal, wenn man eine Kette hat, macht der nächste Angriff 10-15% mehr Schaden. Und bei, also wenn man einen Nachfolgeangriff hat, zum Beispiel hier, ich greife jetzt mal mit Sabin an und dann noch mit ihm hier. Ne, eine Kette eben 1, das heißt, dann legt dieser Angriff, der bei 1 war, der hat eben mehr Schaden gemacht. Und wenn man eine Funkenkette hat, also identische Angriffe. Aber das war auch keine richtige Kette. Na gut, das hat ein bisschen länger gedauert. Dann macht es eben sogar bis zu 30% mehr Schaden. So, wir gehen mal kurz auf Shadow und gucken uns mal seinen normalen Angriff an oder seine Fähigkeiten. Er lernt Wildfang. Das ist ja cool. Das ist ein Limit. Aber sonst hat er noch keine Fähigkeiten. Deswegen greifen wir mal ganz normal an. Alter Schwede, wie cool ist das denn bitte? Er und Interceptor greifen zusammen an. Interceptor greift natürlich, beißt natürlich und Shadow greift mit seinem Messer an. Mit seinem Katana oder Tanto, was auch immer er gerade hat. So, wir machen mal hier, lass mal Shanto angreifen. Dann Sabin. Ne, hier, Funkenkette, das war das eben. Und die Funkenkette sorgt dafür, dass wir bis zu 30% extra Schaden machen. Deswegen ist Timing sehr, sehr wichtig unter den Charakteren. Jetzt lassen wir mal Lesbos angreifen und Penelo und Rain. Der Wolf hat es leider überlebt. Er greift an, 27 ist okay. Wir machen weiter. Penelo kann ja heilen. Also, ich habe mich dazu entschieden, Sabi dann doch drin zu lassen, weil Sabi eben 4 Angriffe macht mit einem ganz... Also, mit einem ganz normalen Angriff hat, macht er 4 Treffer. Und die Chance, bei 4 Treffern eine Funkenkette zu machen, ist natürlich extrem hoch. Ich zeige das mal ganz kurz. Wir lassen mal Shantato angreifen, Shantoto. Und jetzt greifen wir mal den allen hier an. Okay, gut, es war eher Overkill und keine Funkenkette. Ich muss das alles noch ein bisschen richtig planen. Lassen wir doch mal Shantoto angreifen. Und sobald der Angriff losgeht, greift der Rest mit an. Ne, hier habt ihr es gesehen, eine Elferkette. Also wenn man das alles richtig klickt und plant, macht man Elferketten. Und die hauen natürlich richtig rein. Wir können jetzt auf erneut klicken und dann wird das Teil wieder berücksichtigt. Mehr Goblins! Was hast du erwartet? Das ist schließlich eine Goblinhöhle. Natürlich habe ich Goblins erwartet. Und weniger dumme Sprüche von dir. Wir haben den halben Weg noch vor uns. Es gibt sicher noch reichlich von beiden. Wir machen jetzt mal erneut. Jetzt guckt euch das mal an. Eigentlich habe ich gedacht, ah, na gut, wahrscheinlich dann doch nicht. Wahrscheinlich, weil es eine neue Welle war. Erneut sollte eigentlich das Timing wieder genauso berücksichtigen, wie wir es vorhin gemacht haben. Diese Goblins sind eindeutig aggressiver als gewöhnlich. Aber ich verstehe einfach nicht, warum die Zerstörung des Kristalls die Monster so in Raserei verfallen lässt. Übrigens ist das immer, wenn man sich mal so die alten Final Fantasy Teile anschaut, Final Fantasy 5, also die alten Final Fantasy Teile, die eben, so wie Final Fantasy 5 zum Beispiel, ne, oder 3 oder so, die eben was mit den Kristallen zu tun haben. Da ist es nämlich oft so, dass die Zerstörung der Kristalle dafür sorgt, dass die Monster wilder werden. Tja, dann weißt du ja, was das da, was du zu tun hast. Final Fantasy 4 ist übrigens auch so, da geht's auch um Kristalle, ne. Final Fantasy 2 glaube ich nicht, das ist eher politisch. Wenn wir wieder im Schloss sind, ab in die Bibliothek. Was ich zu tun habe, du wirst mir gefälligst zur Hand gehen. Ganz genau. So, Mist, jetzt habe ich den Limit von Shadow gar nicht gezeigt, aber wir werden den guten Shadow Spectre noch viel öfter sehen. Sprich, den guten Shadow. Ich hoffe doch, dass er ein Weilchen Anführer bleibt. Ich gehe einfach mal stark davon aus. Sehr viele Erfahrungspunkte für uns, das gibt bestimmt ein Level-Up. Nein, nicht im geringsten. Ach, das ist für uns. Und das ist für die Charaktere. Hier, Level-Up, sehr schön. Esper-Kristall, auch interessant. Locksand, ich frage mich, wofür das letztendlich ist. So, bevor wir weitergehen hier, wir gehen mal hier in die Höhle Stufe 2. Wir nehmen natürlich wieder jemand mit.
Können wir den guten Shadow Spectre mitnehmen? Nein, können wir leider nicht. Aber nicht weiter schlimm. Wir nehmen jetzt die gute Madhook mit. So, und dann schauen wir mal kurz hier bei dem Team. Ja, ich habe mir tatsächlich gedacht, wir gehen mal kurz auf Austausch und nehmen hier Sabine mit. So. Dann machen wir Fran hier raus. Fran ist jetzt nicht wirklich so toll. Habe ich gelesen. Packen wir hier Shantotto rein. So. Ja, hier ist eigentlich ziemlich cool. Aber der wird sogar ziemlich stark, der gute Garland. Aber wir tauschen lieber aus für Penelo. Nein, nicht diese Penelo. Mensch, aber auch. Jetzt bin ich drauf reingefallen. Ich möchte mich gerne die Penelo hier haben, unsere stärkere Penelo. So, also, ihr seht, was ich vorhabe, worauf ich hinaus will. Wir haben ein Team, mit dem wir die Storyline durchspielen, ja? Und dann haben wir ein Team, mit dem wir dann so ein bisschen, ne, grinden quasi. Womit ich dann immer so offscreen grinde, das Team, das ich so offscreen level. Natürlich werde ich alle neuen Charaktere immer zeigen, was die so drauf haben. Aber ich werde dann ein Final Fantasy Team machen, mit dem ich offscreen grinde, ja? Was dann später unser Hauptteam wird und ein Team, mit dem ich die Storyline durchspiele, wo ich nach Möglichkeit nicht allzu starke Charaktere drin haben will, wie zum Beispiel Sabine. Deswegen tauschen wir Sabine jetzt aus gegen Charaktere, die ein bisschen schwächer sind. Brave X wie das Originalcharaktere zum Beispiel. Ich würde sagen, wir nehmen einfach die beiden hier mit. Ja, dann nerven wir uns ein bisschen, aber dafür haben wir es dann auch ein bisschen schwerer. Wir packen mal kurz die Weißmagierin mit rein, so. Dann packen wir mal hier austauschen. Packen wir mal den Schwarzmagier mit rein. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen, wie das dann so läuft. Und hier tauschen wir mal aus. Und packen mal, wie können wir noch reinpacken? Einen Dieb vielleicht. Was hat denn der Dieb so für Fähigkeiten? Spezial, Info über Gegner, Magie gar keine. Merkmale auch nichts Besonderes. Einheimsen. Stiehlt. Was gibt's denn für Supporter? Grünmage hatten wir doch. Den zum Beispiel hier. Das ist, glaube ich, auch ein Brave X wie das Originalcharakter. Miselle. War das Austausch? Nein, Mist. Ja, okay. Miselle ist schon okay. Miselle können wir mitnehmen. Als Supporter. Anklicken und nochmal anklicken. So, vielleicht so. Ich glaube, wo sieht man den Origin irgendwo? War das hier, wenn man auf das Buch geht? Unterstützt Wege, bla bla bla. Grünmagier. Okay, da steht bloß, was die sagen. Ach hier, genau, da steht's. Final Fantasy Brave Exvius. Genau, richtig. Na gut, dann nehmen wir den Grünmagier mit. So, als Anführer setzen wir da mal ihn hier. So. Hier als Anführer bestimmen. So meine ich das natürlich. So, ist gut. Grünmagier, Schwarzmagier, Weißmagier und die beiden hier. Dann ist es nämlich nicht mehr ganz so leicht, ne, wisst ihr? Wir haben ja auch außerdem noch Gefährten mit dabei. Ich will doch mal kurz was machen. Wir gehen noch mal kurz zurück. Auf Home. Ich wollte euch ja noch was zeigen. Und zwar, indem wir auf Menü gehen. So. Und dann auf Einstellungen. Und dann scrollen wir mal ganz runter. Da steht dann nämlich hier, ne? Welche Gruppe ist die begleitende Gruppe und welche Gruppe ist die Kolosseum-Gruppe? Ich habe Party 1 als begleitende Gruppe gemacht. Wir werden jetzt Party 2 als begleitende Gruppe, weil hier nämlich der Anführer Sabine ist. Und gehen mal zurück. So. Ne, jetzt ist das nämlich... Jetzt muss ich wieder scrollen. Ach, jetzt ist es wieder verbuggt. Machen wir gleich. Wir scrollen mal kurz hier runter. Ich stelle die Musik gleich wieder ein. Jetzt ist nämlich Party 2 gewählt. Und hier machen wir das genauso. Hier werden wir auch Party 2. Jetzt ist nämlich in allen Spielmoden, die es gibt, Sabine wieder unser Anführer. Wir gehen mal hier raus, machen das doch mal hier laut und das war's dann. Das muss zwischendurch kurz sein. Wir können aber auf Home gehen. Ach, sind wir schon. Gucken wir doch mal kurz hier rein, was wir hier bekommen haben. Wir haben ja Nachrichten erhalten. Zum Beispiel das hier wieder. Ne, 100.000 Likes, wir kriegen wieder Energie, das ist sehr schön. Außerdem kriegen wir wieder Energie, das ist auch wieder sehr schön. Und das hier können wir wahrscheinlich wieder nicht öffnen. Wahrscheinlich alles, was wir nicht öffnen konnten eben. Ja, okay, wir konnten alles wieder nicht öffnen. Ist halt verbuggt. Ist ziemlich doof. Nervt mich ein bisschen. Aber gut, was sollen wir machen? Wir gehen doch mal in die Welt und machen weiter. Hier in die Höhle. Hier machen wir weiter. Bei dem... Ach nee, das war beendet. Entschuldigung. Hier müssen wir hin zum Ausgang. Wir waren am Eingang. Jetzt gehen wir zum Ausgang. Und wir nehmen mit... Die gute Madhook nehmen wir natürlich mit. Habe ich ja vorhin gesagt. Und ihr seht es hier. Wir hatten quasi dieses Team hier, ne? Das ist quasi dann mein Team, mit dem wir offscreen so ein bisschen was machen. So. Und da ist auch der Anführer, ist auch der gute Sabine. Damit grinde ich einfach offscreen und probiere ein bisschen aus.
Und da komme ich auch ein bisschen schneller voran. Und das ist das Team, mit dem wir jetzt einfach mal Story-Mode spielen. Und die Charaktere, die wir dann später stärker bekommen, ersetzen wir dann nach und nach. Mit den beiden Hauptcharakteren und dem Freund, den wir haben, kommen wir eigentlich hier sehr gut durch, denke ich mal. So, wir brechen auf. Auf diese Weise kann ich nämlich auch ein bisschen was zeigen von den Brave Exvius-Charakteren. Es ist ja ein Let's Play. Und in dem Let's Play möchte ich natürlich ein bisschen was zeigen von den von dem Hauptspiel, von den Hauptcharakteren, ja? Und zukünftig dann eben auch die anderen Charaktere, die Final Fantasy Charaktere. Und die Final Fantasy Charaktere zeige ich dann immer bei den schwereren. Story Mode spielen wir mit den Story Charakteren, mit den Brave Exvius Charakteren. Und die geheimen Missionen, die Spezialmissionen, die machen wir dann eben mit den Visionen, mit den Final Fantasy Charakteren. Ich habe mir gerade so gedacht, Goblins ist eigentlich kein schlechtes Wort. Vom Klang her meine ich. Was soll das jetzt auf einmal? Klingt doch putzig, oder nicht? Mit dem Lin am Ende? Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ja, Goblin, ne? So richtig süß. Okay, was ist denn das hier? Grünschleim, greifen wir doch mal an. Mit Rain. Okay, macht nicht zu viel Schaden. Gucken wir mal, was Tron für Magie hat. Aber Tron kann Blitzschaden. Nutzen wir doch mal. Blitz! Auch nicht so viel Schaden. Gut, der ist noch sehr schwach. Greifen wir doch einfach mit allen an. Sehr schön, das hat gereicht. Grandios. So, weiter geht's. Die Charaktere, die jetzt schwach sind, ist ja nicht weiter schlimm. Die leveln schon noch. Wir nähern uns übrigens einem Boss. Machen wir mal kurz den Limit von Tron. Nämlich Dunkelheit, Schaden auf alle Ziele. Und Lea kann heilen. Heilt alle verbündet mit heilender Wind. Kostet kein Mana. Das ist das Besondere an ihrem Heilskill hier. Wo waren wir denn stehen geblieben? Dunkelheit. Achso, nee, ich will ja gar keinen Trank geben. Ich will ja angreifen hier. Sehr gut. Ja, ne, das habe ich mir nämlich gedacht. Einfach mal so rein Weißmagier mit dabei zu haben und so, ne? Machen wir mal hier. Zack, 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 zack. Goblin ist doch am Leben. Oh, der macht großen Schaden auf Tron. Mal schauen, ob wir. Mist, ich wollte eigentlich heilen. Na gut. Ich glaube, wenn sie sterben, kriegen sie trotzdem Erfahrungspunkte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Macht uns halt nur die Endboss ein bisschen schwerer. Der gute Amaranth hat ja ein Level. Also hat ein Limit, wollte ich sagen. Dein Name zum Beispiel ist ja okay. Aber da fehlt einfach dieser gewisse Charme. Bitte? Mal sehen. Gut, ab jetzt heißt du offiziell Leslin. Also irgendwie, hör auf, Rain. Ich sag's dir, hör bloß auf. Irgendwie wird mir Rain gerade so richtig sympathisch. Na gut, wir heben uns den Limit wieder auf. Aber den von Amaranth können wir mal zeigen. Aufräumen, Schaden auf ein Ziel. Los geht's. Sehr schön, schwarze Würfel sind wir fast los. Hier zaubern wir auch gleich mal Vita auf den guten Sean, damit wir den mal ein bisschen heilen. So, und den allen anderen greifen wir auch mal an. Oh Mist, okay, gut, das war's dann mit dem Vita. Machen wir Trons Limit Break, nämlich Dunkelheit auf alle Gegner und ansonsten treffen wir sowieso normal an. Ja, macht noch nicht so viel Schaden, aber keine Sorge, das kriegen wir doch hin. Mit dem guten Madoc als Teamkamerad, der ja später ein richtiger Tank wird. Oh mein Gott, Kampf 4! Ist das schon der Boss? Ich weiß nicht so genau. Mist, ich verklick mich immer. Ich will ja eigentlich mit allen angreifen hier. Oh mein Gott, der macht Goblin hier auf Amaranth! Naja. Ihr seht, das Spiel ist am Anfang leicht genug, dass man noch Charaktere wechseln kann. Also muss ich echt keine Sorgen machen. So, das war's hier. Overkill! Klasse gemacht, Leslin. Weiter so. Hab ich nicht gesagt, du sollst damit aufhören. Ach ja, grandios. Oder soll ich dich vielleicht von jetzt an Raylin nennen? Bah, nein, da kriegt man ja Gänsehaut. Leslin und Raylin, das gefällt mir ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Echt toll. Wir haben es geschafft, die drei Gegner waren schon der Boss, also nichts Großes. Ein bisschen Gil, viele Erfahrungspunkte und immer noch kein Level-Up für uns. Schade.
Aber ihr seht es hier, die beiden leveln ordentlich auf. Und auch Miselle levelt ordentlich hier. Ja, und sie hat was gelernt, so wie es aussieht. Ich weiß noch nicht was, gucken wir uns gleich mal an. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Sehr schön. So, ach ja, Versteck des Dämons. Da müssen wir auch noch rein. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir nehmen diesmal mit. Wie nehmen wir denn diesmal mit? Irgendein Freund natürlich wieder. Ich würde mal sagen, wir nehmen ihn hier mit. Den guten Golbez, der auch ziemlich cool ist. Ich will ganz kurz schauen, ob sie was gelernt hat mittlerweile hier. Magie, Vita, Analyse, Spezial. Ne, das war's eigentlich. Analyse, glaube ich, hat sie gelernt. Ich glaube, das hat sie vorher noch nicht gehabt. Und was hat er hier gelernt? Hat er auch irgendwas gelernt? Magie, nein, Blitz immer noch. Na gut, also nichts gelernt, der gute Tron. Ne, hier und Miselle, ne, wisst ihr? Also, hier, das ist das Team, mit dem wir jetzt die Story spielen. Wenn wir später die Dalnakia-Höhle erkunden, ja, man kann ja immer wieder erkunden, dann machen wir das mit diesem Team hier. Ne, so decke ich beides ab. So decke ich das Final Fantasy-Team ab und ich decke das Mainstream-Team ab, also das Hauptgame-Team, das wollte ich sagen. Also, brechen wir mal auf, das kostet uns 2 Energie, die können wir locker geben. Kommt mir das nur so vor oder werden die Goblins immer mehr? Das kommt dir nicht nur so vor. Und stärker werden sie auch. Das kann nur heißen, dass wir ganz nah am Ziel sind. Ich hoffe nur, dass es den Dorfbewohnern gut geht. Ja, das hoffen wir innigst. Wir gehen auf Golbez und schauen uns seine Fähigkeiten an. Er kann Bio machen auf ein Ziel oder Feuerer auf alle Ziele. Wisst ihr was? Das machen wir einfach mal. Feuerer auf alle. Golbez, zeig, was du drauf hast. Golbez. Sehr schön. So, wir greifen natürlich mit allen anderen auch an. Damit haben wir zumindest schon mal einen Gegner besiegt. So, weiter geht's. Wir schauen uns mal ganz kurz die Fähigkeiten von Miselle an. Miselle kann Gegner schlafen lassen, kann Ex-Eis machen, Ex-Blitz oder Ex-Feuer, also Resistenz erhöhen. Oder Protega machen, Anti-Protega, das heißt die Abwehr des Gegners senken, was auch ziemlich cool ist. Wir werden jetzt mal ganz kurz auf Schlaf gehen und diesen Goblin einschläfern. Ich will einfach mal gucken, wie das aussieht. Schlaf! Ja, hat wohl nicht so richtig funktioniert. Was kann Golbez noch? Bio! Mach mal Bio auf den! Biologie! Bla bla bla, Bio, langweilig. Ja, gut, also er hat Schaden bekommen. Das war's dann auch schon. Machen wir mal weiter. Overkill. Übrigens, Overkill erhöht die Chance, einen seltenen Gegenstand von einem Gegner zu bekommen. Golbez, greif nochmal an! Oh, mit dunkler Schattenmacht. Das ist ja auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, außerdem sehen wir Final Fantasy Charaktere, wenn ich Freunde benutze, ne? Das kommt ja noch mit hinzu, also keine Sorge. Blaues Irrlicht, was ist denn das? Einfach draufhauen. Übrigens kann mit Golbez auch sehr gut eine Kette machen. Ich zeig das gleich mal, weil Golbez mehrere Hits macht. Und zwar machen wir jetzt mal hier so ganz kurz Vita auf einen, nämlich auf sie. Und dann greifen wir mal an, erst mit Golbez und warten, bis der Schaden kommt. Ne, seht ihr es? Also, weil er eben mehrere Hits kommen, ist es sehr gut, um hier, ne, so eine Kette zu machen. Oh, immer auf sie. Na gut, dann machen wir jetzt einfach nochmal unsere Fertigkeit. Vita, noch einmal auf sie. Das ist ja nicht schlimm. Zack. Golbez müsste eigentlich zuerst angreifen, aber naja. Overkill. So, aber ich bin sicher, den Boss, der wird sich schon bemerkbar machen, wenn er kommt. Den werden wir erkennen. Und jetzt benutzen wir den Limit. Schattendrache. Schaden auf alle Ziele. Wer kennt ihn noch, den Schattendrache aus Final Fantasy IV? Wer ihn nicht kennt, darf sich gerne mein Let's Play zu Final Fantasy IV anschauen. Übrigens mein allererstes Let's Play, das ich gemacht habe. Ziemlich cool. Hat mir persönlich gut gefallen. Viel Spaß gemacht. Irgendwann werde ich ein Let's Replay von Final Fantasy IV machen und das 100% abschließen. Es war kein 100% Run. Es wäre ein Challenge Run, wo ich nämlich bestimmte Sachen nicht gemacht habe und nicht benutzt habe. Los, Golbez. Zeig, was du drauf hast. Schattendrache. Alter Schwede, war das cool. Okay, den Rest heben wir uns auf für später. Deswegen prügeln wir einfach nur mal den Goblin weg hier. Denn wir müssen ja noch gegen einen Boss kämpfen. Und ich liebe diese Musik. Bosskampf! Und auch diese Musik liebe ich. Die Bossmusik, ja!
Das ist der Goblin-Wächter, das ist unser Gegner und ganz viele Goblins. Ich ignoriere einfach mal die kleinen Goblins und greife direkt die Goblin-Wächter an, denn wir haben ja auch Flächenschaden. Unter anderem durch Golbes. Ich wollte schon Goblins sagen. Also. Wir hauen erstmal alle Limits drauf, die wir haben. Heilen müssen wir uns noch nicht, das heißt, den sparen wir uns mal. Aber wir können ja mal analysieren. Analyse auf den da, ne, das passt schon. Dann machen wir mal hier Fähigkeiten, Flammenschwert. Außerdem machen wir Flimmerklinge und wir benutzen das hier, um die Abwehr aller Gegner zu senken. Und dann würde ich sagen, greifen wir mit allem an. Los geht's! Oh, er ist analysiert. Goblin-Wächter. 1700 Lebenspunkte hat er noch. 40 MP hat er. Und Stufe 1. Er zählt als Mensch, als Humanoid. Ist immun gegen Stein wahrscheinlich. Könnte aber eingeschläfert werden, so wie es aussieht. Wisst ihr was? Das probiere ich gleich mal, wenn jetzt unser John das überlebt. So, oder sie hier. Ach, sie hat Limit Break. Komm, mach das mal. Mach mal hier Vita auf dich selbst. Achso, John kann das ja gar nicht. John kann aber Blitz zaubern. Auf den Goblin, das passt schon so. Er greift auch wieder den Goblin an. Aber wisst ihr was? Der macht Feuerschaden auf alle. Miselle kann bitte mal Schlaf machen. Auf den Goblin. Ja, okay, vielleicht schläft er später ein. Vielleicht kommt er danach. Und die beiden greifen normal an. Los geht's! Oh, großer Schaden auf alle. Wir benutzen mal unseren Limit Break, heilen uns einfach mal auf alle. So, Gorbes benutzt wieder Feuerschaden auf alle. John ist leider tot, dann sei es eben drum. Hier machen wir mal, ja, Schlaf wird hier wohl nichts, deswegen greifen wir alle anderen normal an. So, heilender Wind heilt uns wieder ordentlich hoch. Solange unsere Weißmagerin nicht großen Schaden bekommt, ist alles in Ordnung. Oh, sie hat aber großen Schaden bekommen. Die greifen alle gleichzeitig an, deswegen sehen wir das nicht so richtig. Wir machen jetzt wieder Feuerer auf alle. Und dann greifen wieder ganz normal an. Sehr schön. Die Goblins sind tot, die vielen Kleinen. Das ist grandios. Und jetzt hat Goblins ein Limit Break. Die hätten wir jetzt aufheben müssen, dann wäre es leichter geworden. Aber gut. Wir machen nochmal den Limit, nämlich den Schattendrachen. Und dann machen wir den Limit von Rain, nämlich Flammenschwert. Und alle anderen greifen ganz normal an. Schattendrache! Und Flammenschwert! Die geballte Macht von Golbez und Rain kombiniert. Und wir können uns nicht mehr heilen, wir können aber noch normal angreifen. Sehr schön. Ne, ihr merkt schon, wenn wir Sabi nicht mit dabei haben, also ein 4-Sterne-Level-10-Charakter, ist das Ganze schon ein bisschen schwerer. Aber so will ich sie auch haben. Ich möchte auch ein bisschen was von den Bossen zeigen. Deswegen greifen wir nochmal normal an. Goblin Heap, oh mein Gott, der Schaden war groß. Aber wir werden nochmal seine Verteidigung senken mit einem Limit Break. Außerdem werden wir Bio auf ihn machen. Hoffen wir mal, dass es klappt. Dann benutzen wir Flimmerklinge und greifen normal an. Oh, hier, komm schon. So. Flimmerklinge. Sehr schön, großer Schaden. Oh mein Gott, er setzt seinen Bogen ein auf Golbez. Aber jetzt werden wir ihm den Garaus machen. Wir greifen mit allen an. Erst Golbez und dann alle anderen. Mit einer Funkenkette sogar. Grandios. Das war's. Das dürften die letzten Viecher gewesen sein. Die Dorfbewohner scheinen alle unverletzt zu sein. Wir sollten zusehen, dass wir hier rauskommen. Es hat uns eine Menge Zeit gekostet. Du solltest in Zukunft besser auf deine Vernunft hören, als auf dein weiches Herz. Nicht, dass du dich je für meine Ratschläge interessiert hättest. Ha, Laswell, du kennst mich eben. Das scheint gerade völlig an ihm abgeprallt zu sein. Ja, ich muss sagen, dieses Team gefällt mir echt gut. Wir kriegen 100 Labis. Wie cool ist das, weil wir Levels abgeschlossen haben? 100 Labis ist eine seltene Beschwörungskarte. Sehr cool. Wir sind sogar fast wieder ein Level gestiegen. Die anderen sind Levels gestiegen. Das finde ich klasse. Hat Feuer gelernt. Das ist sehr cool. Und auch Rain ist endlich Level 6. Sehr schön. Machen wir weiter. Unsere Gegenstände, die wir bekommen haben, sind ziemlich viele an der Zahl. Weiter geht's. Ich habe doch keine Ahnung, was die alles machen, aber wir haben 3 Hauptmissionen abgeschlossen. Das ist ja klasse.
Ich danke euch. Vielen Dank. Nichts zu danken. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Den Weg zum Dorf müsst ihr aber alleine finden. Wir müssen schnellstmöglich weiter zum Schloss. Da ist noch etwas. Wartet einen Moment. In der Richtung des Turms der Sirene erstrahlt ein helles Licht. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich habe kein gutes Gefühl. Es wird doch nicht das Siegel der Sirene aufgebrochen worden sein. Das ist nicht dein Ernst. Wir können uns keine weiteren Umwege leisten. Aber auch das könnte etwas mit der Zerstörung des Kristalls zu tun haben. Und außerdem... Sagt man nicht, dass Sirenen eine Schönheit ohne Gleichen sein soll? Die Chance, einen Blick auf sie zu werfen, kommt sicher so schnell nicht wieder. Ich denke, es schadet sicher nicht, den Zustand des Siegels zu überprüfen. Sirenes Schönheit ist dabei allerdings ziemlich nebensächlich. Ah, schon klar, schon klar. Ich wusste doch, dass nicht mal du diese Versuchung widerstehen kannst. So meine ich das nicht. Vielleicht doch. Also ich mag die beiden echt, ich finde die ziemlich cool, also Rain und Laswell. Ein cooles Duo sind die beiden. Turm der Sirene ist unser nächstes Ziel. Doch bevor wir uns den Turm der Sirene anschauen, wisst ihr ja, wir müssen die Höhle, die Dalnakia-Höhle erkunden. Die werden wir auch erkunden, aber in der nächsten Episode mit unserem anderen Team, mit unserem Final Fantasy Team. Und weil ich bis dahin die Kommentare gelesen habe, werde ich das Final Fantasy Team so aufbauen mit den Charakteren, die ihr vorgeschlagen habt. Und damit erkunden wir in der nächsten Episode dann die Dalnakia-Höhle und in der übernächsten Episode werden wir weitermachen im Turm der Sirene. Ne, so stelle ich mir es vor. Eine Episode machen wir ein vollständiges Level, andere Episode erkunden wir das Level, ne? Und machen noch ein bisschen anderes Zeug. So, also, wir haben noch eine Beschwörung, die wir öffnen können. Das werden wir jetzt auch gleich tun. Da haben wir nämlich zwei Beschwörungen getätigt und ich werde diesmal nicht die von Final Fantasy 9 öffnen. Ach, wir haben nochmal 100 Lapis bekommen. Gucken wir auch gleich mal hier rein. 350? Ach, weil wir ein Level gestiegen sind, 100 Lapis. Können wir das öffnen? Wahrscheinlich wieder nicht. Das hier wollte ich öffnen, genau hier. Das klappt einfach nicht, das nervt mich. Ich hoffe, die fixen das mal in naher Zukunft. Ne, wir sind bei 450 und es geht wieder auf 350 runter. Na gut, was soll's. Also, ne, wisst Bescheid von den Teams her. Mit diesem Team werden wir in den Turm der Sirene gehen. Und mit diesem Team werden wir die Dalmiak-Höhlen erkunden. Wenn es denn dieses Team letztendlich ist, das wird sich dann zeigen. Lasst euch überraschen für die nächste Episode. Wir haben aber noch eine seltene Beschwörung, die wir öffnen können. Ja, also, besondere Beschwörung. Hier ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, einen dieser Charaktere zu bekommen. Wir haben ein paar Mal schon Lani bekommen und Freya. Ich bin nicht so mega scharf auf Zidane, obwohl ich ihn sehr gerne mag. Unbedingt will ich ihn nicht haben. Will ich unbedingt haben will, ist er hier. Der gute Barts. Darum werden wir jetzt das hier öffnen, in der Hoffnung, dass die Chance hier auf Barts höher ist, weil hier ist die Chance höher, dass wir einen dieser Charaktere bekommen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eher nochmal Freya oder Zidane bekommen anstelle von, oder Amaranth oder Garnet, anstelle von Barts. Ich will aber unbedingt Barts, deswegen werde ich jetzt zukünftig nur noch die Dinger hier öffnen. Einmal am Tag das, wenn wir es machen können, ansonsten immer mit den Karten das hier oder eben normale Beschwörungen, sofern möglich. Können wir sogar auch machen, wisst ihr was? Nein, können wir nicht, wir haben bloß 60. Na gut. Gut, dann machen wir aber das hier. Das müsste nämlich gehen. Wir haben ein Ticket und das benutzen wir jetzt. Los geht's, Freunde. Drückt die Daumen, dass Barts rauskommt. Gemeinsam können wir ihn beschwören. 3, 2, 1, los geht's. Und es ist ein goldener Kristall, also ein 4-Sterne-Held. Mal schauen, wer es ist. Oh mein Gott, das ist eine 4-Sterne-Fran. Also... Es ist lächerlich, wie oft wir mittlerweile Fran bekommen, aber ich glaube, das ist das vierte Mal. Unsere vierte Fran. Ich bin also schon leicht angepisst, muss ich sagen. komm, wir gucken mal rüber. Nee, also ich sehe es mit Humor, ja, das ist in Ordnung. Aber guckt euch das mal an. Irgendwann wird es einfach lächerlich. Eine Fran, noch eine Fran.
Und ich glaube, ich habe die anderen Friends schon geopfert. Die habe ich schon hier, ne, zum Frühstück gegeben und so. Genau, ich habe nämlich den einen Friend, die wir haben, der Level 3 Friend, habe ich nämlich die anderen Friends gegeben. Und jetzt kann ich die Level 3 Friend, kann ich jetzt ihr geben. Also es ist doof. Ja, also so viel Fran hätte ich jetzt nicht erwartet. Und dann noch Penelo, also man sieht es irgendwie, überwiegen die ganzen, ach nee, das ist ja Party 2, wir waren hier an der Stelle, ach, Cayenne war da. Irgendwie überwiegen hier an der Stelle die Final Fantasy 10 Charaktere, weil, die Final Fantasy 12 Charaktere, guckt euch das mal an. Wir haben Penelo. Wir gehen mal ganz kurz hier auf Einheiten, genau, da gehen wir drauf. So, also, wir haben Final Fantasy 6, Final Fantasy 6, ja, wir haben Final Fantasy 9, wir haben Final Fantasy 11 und dann haben wir, der Rest ist Brave Exvius, hier ist Final Fantasy 1, ja, und das ist auch nochmal Final Fantasy 9 und das ist auch Final Fantasy 9. Okay, aber wir haben ja auch dieses Teil geöffnet, dass die Chance höher ist, damit wir diese Charaktere kriegen. Aber jetzt schaut euch das mal an, wir haben Final Fantasy 12 Penelo, wir haben Final Fantasy 12 Fran. Und das war's. Aber wie viele Penelos hatten wir schon? Und die wir geopfert haben? Und wie viele Frans hatten wir schon? Ich glaube, drei oder vier Frans und drei Penelos oder sowas in der Richtung, die wir alle schon geopfert haben. Aber das ist echt, ja, sehr widerlich. Wenn man so viele Kristalle aufmacht und kriegt nur Penelos und Frans, dann wird die Tatsache, dass ich Final Fantasy 12 jetzt nicht so gerne mochte, wird immer größer, ne? Wisst ihr? Das Nicht-Mögen von Final Fantasy 12? Naja, gut. Also, wichtig ist, dass wir hier abgeschlossen haben. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich zukünftig alles besser. Ich danke wie immer herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und in der nächsten Episode erkunden wir ein bisschen die Daimyakhöhlen. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.